Sie. Schön, dass Sie. Ja, das hört doch mal auf. Ja, ist ja gut jetzt. Komme ich einem Text nicht weiter. Schön, dass Sie sich heute Abend wieder haben einliefern lassen. Heute an so einem wunderschönen lauen Maienabend. Mein Gott, ist das schlecht. Wie hält der das immer aus mit dem Zeug? Was sagt er denn sonst immer alles noch? Boah, es ist aber auch wieder viel passiert in den letzten 4 Wochen. Was? Es ist auch wieder viel passiert in den letzten 4 Wochen, mein lieber Freund. Und jetzt machen Sie endlich die verdammte Tür auf. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie das ist, wenn man jedes Mal mit demselben Text und derselben notorisch guten Laune die Leute vollquakt am Anfang. Nee, ist das furchtbar. Sie müssen fest auf den Knopf drücken. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ja, aber nicht fest genug. Oh. Einen. Nein. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei uns in der Herr Prion. Das habe ich doch schon alles. Sie, pass. Das habe ich doch schon alles erledigt. Sie, ich habe da drin genau gehört, was Sie gemacht haben. Das war kein Opening, das war Müll, Quotengift, toxisches Geschwafel. Das hat sich nur um Nuancen von dem unterschieden, was Sie hier immer bieten. Nuance. Wissen Sie, wie man eine solche Begrüßung in der Fachsprache nennt? Das war ein Bad Welcome. Giftige Wortpapiere. Passt doch zur Zeit. Was wollen Sie? Dann haben wir ein Bad Welcome, wir haben Bad Banks, wir haben Bad Management. Ja, wird alles ausgelagert. Sie auch, wenn Sie so weitermachen. Ich werde nicht ausgelagert, ich bin ausgelagert. Deswegen bin ich ja hier. Damit können Sie mich nicht schatten. Wüsst nicht, was ich dadurch irgendwo verbessert hätte. Mal schauen, was war denn mit dem Ding los? Warum hat denn die Tür geklemmt? Ist doch egal, wenn wir irgendwas geklemmt haben. Bin ich vielleicht der Hausmeister? Na Gott sei Dank, zum Glück nicht. Oh, da muss der Malmsheimer ran. Den brauchen wir ja sowieso noch. Der muss noch schmücken für den 7. Juni, das Wahllokal für Europa. Nein. Damit denn ein bisschen paar Fähnchen, die da rumstehen, also das ist ja mehr, das ist ja ein bisschen lumpisch. Da heißt L'Allemagne, 0 Points. Hören Sie, das wollte ich Ihnen sowieso noch sagen. Ich finde, wir sollten erst schmücken für unsere Jubelfeier 60 Jahre Republik. Die war doch am Samstag schwer überschattet von der Wiederwahl des Bundespräsidenten. Ach, natürlich. Da müssen wir ja jetzt wird's lang. Da müssen wir ihn jetzt womöglich wieder aufhängen, oder? Ach, nein, um Gottes Willen, Finger weg. So ramponiert, wie der aussieht, da gibt's wieder Beschwerdebriefe und Proteste. Finger weg von dem. Ist aber auch, sagen wir mal, jetzt noch mal 5 Jahre, nicht? Na ja, er ist so die ersten 5 Jahre schon kaum aufgefallen. Und jetzt? Noch 5 Berliner Reden, dann ist rum. Na, von wegen. 5 Weihnachtsansprachen auch noch. Ja gut, noch 5-mal und es begab sich. Das war's dann. Und das ist alles, was Sie dazu sagen? Hören Sie, das enttäuscht mich sehr, muss ich sagen. Ich entdecke bei Ihnen dieselbe bräsige Gleichgültigkeit, die durch das ganze Land wabert. Und das inmitten einer historischen, einzigartigen Krise. Ja, jetzt kommt er wieder mit seiner Krise. Ja, Krise. Haben wir eine oder haben wir keine? Was für Krise denn noch? Der DAX hat sich erholt, Ackermann peilt schon wieder 25% Rendite an, die Großbanken erhöhen schon wieder die Vorstandsgehälter, unsere Rüstungsindustrie kloppt Sonderschichten für den Export. Von so einer Krise träumt die Welt. Womöglich haben Sie auch noch recht. Nicht? Weil wahrscheinlich ist die Katastrophe gar nicht die Krise, sondern dass alle glauben, dass danach so weitergeht, ist die Katastrophe. Ja, es gibt Momente, da kann man dem Unvermeidlichen nicht ausweichen. Ja? Denken Sie an die letzten Worte des Kapitäns von der Titanic. Und wenn ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzte, wir würden trotzdem untergehen. Ich geh mal durch. Das ist eine merkwürdige Stimmung, in der Sie heute sind. Ich gehe mal Malmsheimer suchen, lieber. Ich hätte ihn vielleicht doch seine Begrüßung lieber selber machen lassen sollen. Boah, irgendwie komisch. Es ist aber auch wieder viel passiert in den letzten 4 Wochen, oder? Hä? Diese Jubelorgien überall. Wolfsburg, Meister, 60 Jahre Grundgesetz, Kantersieg von Köhler, 60 Jahre Republik. Du wirst so zugeballert. Warum beim Festakt zum Grundgesetz im halbleeren Bundestag ausgerechnet Volker Kauder die Laudatio halt, es ist mir bis heute noch schleierhaft, als er beseelt von den in Stein gemeißelten Sätzen im Grundgesetz anhob. Und so können wir uns
in einer repräsentativen Demokratie vor Entscheidungen nicht drücken. Oh, da hat die Kanzlerin aber von der Regierungsbank gleich SMS geschickt. Volker, nur erzähl mal nicht so ein Kauderwelsch. Das Drücken vor Entscheidungen ist bei mir Programm. Na und als dann Hertha Däubler-Gmelin Lob preiste, das Inkrafttreten des Grundgesetzes war eine Sternstunde, da konnte sich Wolfgang Schäuble vor Enthusiasmus ja kaum noch beherrschen. Er, der immer wieder betont, was das Grundgesetz angeht, habe ich ein großes Schändungsbewusstsein. Es ist ehrlich, es ist diese Feiertage, es ist zu viel, was auf uns da alles einprasselt. Da nimmt man sich gern mal Auszeit, oder? Wie bei dem Geburtstag der Republik, als Horst Köhler sich wieder in seine Wortkaskaden bemüht hat. Da haben manche Menschen aus der Zeit, in der wir noch Bundespräsidenten hatten, gedacht, ach, gönnen wir dieser Rede doch mal die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Die im Westen hatten Glück. Sie konnten ein demokratisches Gemeinwesen aufbauen und sie wurden dabei von den Westmächten unterstützt, ermutigt, manchmal auch angetrieben. Ja, das war das Beste, was er machen konnte, oder? Und dann dieses... Dann dieses gebetsmühlenhafte Appellieren an den Gründergeist der Republik, an die 50er Jahre. Ja, von wegen, damals ging's ja auch allen richtig schlecht, aber wir haben's geschafft. Wir haben uns aus dieser Zeit nach oben gearbeitet. Mit diesem Geist werden wir auch jetzt die Krise bewältigen. Sag ich mal, haben irgendwie da die Jünger von Ludwig Erhard irgendwie ein bisschen was verpeilt? Damals lag ein ganzes Land in Schutt und Asche. Ist doch logisch, dass es da was zu tun gibt. Was soll man denn jetzt machen heute? Nordkorea um Hilfe bitten, dass sie vielleicht jetzt auch noch ein paar Langstreckenraketen testen, möglichst an uns, damit wir wieder bei der Stunde Null anfangen können. Es ist in der Krise, es sind so viel, gaga gut, es ist auch zu viel, was alles wegbricht an allem. Du weißt ja heute gar nicht mehr, was verschwindet als nächstes, das große Warenhaus sterben. Wobei da Karstadt Quelle Weitsicht bewiesen haben und seit Jahren schon Sterbegeldversicherungen im Sortiment haben. Im Auto ist... Genauso, mit dem Auto ist genauso. Du fährst heute im Auto, hörst aus dem Radio irgendwann, dass es deine Marke gar nicht mehr gibt. Oder noch schlimmer, fährst als Opel weg und kommst als Fiat an. Du kriegst heute nicht mehr, ist der Porsche. Hä? Erst wollte Porsche ganz forsch VW, jetzt wird Porsche ein Fall fürs Sozialamt. Man hat schon die ersten Menschen beobachtet, die ganz verstohlen manchem Cayenne-Fahrer einen 10-Euro-Schein und einen Scheibenwischer geklemmt haben. Es hat nichts mehr Bestand in diesen Jubeltagen. Die Studentenrevolte von 68 war gar keine. Das war ein fieses, feistes, ohne Sorgtheater der Stasi. Die Stasi war ja, hat uns die Bild-Zeitung verraten. Jetzt muss die Geschichte wegen Kuras umgeschrieben werden. Die RAF, das Wunder von Bern, das Ermächtigungsgesetz 33, das Zugunglück von Eschede, Bismarck, die Bauernkriege, war alles die Stasi. Weil sonst gab's da ja nichts da drin. Gut, wir feiern halt in erster Linie auch 60 Jahre Bundesrepublik und es sind halt 60 Jahre und nicht der von uns einverleibte Unrechtsstaat mit allem, was da drüben dazugehört hat. Wahrscheinlich auch die Menschen im Unrechtsstaat DDR, in dem die Menschen 1970 in Erfurt skandierten Willy Brandt ans Fenster, Willy Brandt ans Fenster, während in unserem westlichen Rechtsstaat manche Vertreter der bürgerlichen Mehrheit die Parole ausgaben Willy Brandt an die Wand. Oh, Malmsheimer, das ist sehr gut, dass Sie gerade jetzt kommen. Ich war es nicht, ich habe damit nichts zu tun und ich habe ihm auch gesagt, dass es keine gute Idee war. Was? Wieso? War doch alles besprochen. 7. Juni, Europa, Deko. Ne? Also los. Ach, und wenn Sie Zeit haben zwischendrin, können Sie vielleicht mal bei meinem Lift gucken, da stimmt irgendwas nicht. Potsdamer, na, da will ich mal eine Fahrstuhlprobe nehmen. Ja, von mir aus.
dazu müssen Sie ja nicht unbedingt reingehen, oder? Und dann peppen Sie Europa ein bisschen auf. Wir müssen doch die Wähler an die Urne locken. Ich dachte, mit Verlaub, dass wir, und das ist mir auch vom Patientensprecher so aufgetragen worden, vielleicht zuvörderst eine deutsche Jubelveranstaltung ausgestalten. Jetzt fangen Sie auch noch da mit dieser Republik-Orgie an. Zu diesem Feiern, was man davon halten soll, hat vor Jahren Kurt Jürgens doch schon alles gesagt. 60 Jahre. Und kein bisschen weise. Da brauchen wir nur noch 6 Jahre zu warten, dann fängt das Leben an. Ne? Bitte? Mit 66 Jahren, ne? Das war Udo Jürgens. So, ja. Und was machen wir hiermit? Entsorgen? Nein, um Gottes Willen. Den müssen wir ein bisschen aufhübschen, ne, und reparieren. Der muss wieder da, so können wir den ja nicht. Das wird ganz schwierig. Sollen wir nicht vielleicht auch ein anderes Bild nehmen? Ja, von mir aus. Irgendwas mit Horst Köhler halt, damit da drüben wieder was in der Ecke hängt. Mit Horst Köhler. Mansheimer, ja, da sind Sie. Ja, sagen Sie mal, viel haben Sie noch nicht dekoriert. Ja, ich bin ja ich möchte, dabei. Dass diese Jubelfeier bei uns so gestaltet wird, dass jeder sieht, dass sie hier hingehört, in die Anstalt. Sag mal, jetzt fangen Sie auch schon. Jetzt fangen Sie auch schon wieder damit an. Was haben denn ausgerechnet Sie mit dieser Republikbeweihräucherung am Hut? Na, eben nichts. Ich will diesem selbstverliebten Wir können stolz sein Bürgertum, dass ich seinen republikanischen Leitstern von Mercedes geliehen und dafür dem Pöbel Käfer und Kadett als Glücksbringer überlassen hat, die Leviten lesen. Ein Bürgertum, das sich ein Innenminister leistet, der mit psychopathologischer Beharrlichkeit die Grundrechte ruiniert, deren Einführung seine Parteikumpanen gerade wieder lauthals sich gebrüstet haben. Das will ich hier erwähnen und da will ich umhüllt sein von Fahnen. So lange, bis man den Ausgang nicht mehr findet. Oha, das will ich. Na, großartig. Das ist das, was ich hier gerne möchte. Großartig. Ja. Tolle Sache. Ja. Hier, Schmähreden vor der Deutschlandfahne. Ich sehe schon die Woge der Proteste auf. Ach. Nestbeschmutzer, wenn das jeder machen würde, wo kommt man denn da hin? So. Ein kluger Schweizer Kopf hat einmal gesagt, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Ah. Was ein Abgang. Beachtlich. Wo gingen wir hin, wenn jemand käme, um nachzuschauen, wo wir geblieben sind, weil wir doch kommen wollten? Mansheimer, können Sie mir einen Gefallen tun, fangen Sie nicht an, auch noch kryptisch Nein, zu werden. Nein, nicht geschmückt muss werden. Die Jahrestage häufen sich, ich habe das hier mal aufgeschrieben. 20 Jahre Mauerfall, 40 Jahre Erberg, 60 Jahre Grundgesetz, 80 Jahre 1929. Was? 100 Jahre Gründung Tel Avivs, 932 Jahre Gang nach Canossa, 2000 Jahre Varusschlacht, 160.000 Jahre moderner Mensch und über 13 Milliarden Jahre Universum. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Und jeder will eine eigene Fahne, verstehen Sie? Das ist unglaublich. Und bei so viel Vergangenheit und nur so wenig Gegenwart, da ist man doch versucht, in Opas Horn zu stoßen, der ja immer richtig sagte, ne? Früher war immer alles besser? Richtig, das wissen wir von Omi und Opi. Früher war alles besser. Obwohl es natürlich nichts gab. Es gab ja nichts. Wir hatten ja nichts. Es gab überhaupt gar nichts. Davon gab es natürlich eine Menge, aber sonst gab es nichts. Ja, also und das war besser? Das galt aber nur für ganz früher. Danach, also nicht mehr sehr früh, also etwas später, aber immer noch früher. War zwar auch alles besser als heute, aber nicht mehr ganz so gut wie ganz früher. Und früher war die Kriminalitätsrate sehr hoch. Viele Frauen wurden umgebracht. Reihenweise. Von zu strammen Unterhosen. Die hießen Mieder und brachten sie um, wenn sie in die Stelle etwas dagegen unternahmen und ein BH von Playtex anzogen. Der hatte nämlich das Zauberkreuz in der Mitte und da war alles gut und die böse Hose hatte keine Chance mehr und die Brüste stanzten spitz kleine Löcher in die Häkelpullis. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Nein, das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja. Das ist nicht so direkt jetzt Ihr Thema. Nein, das ist gar nicht mein Thema. Ich weiß, auf jeden Fall kann der Airbag von Glück reden, dass er, wenn Sie das mal halten möchten, von Glück reden, dass er eine Jubelfeier veranstalten kann. Denn meine Tante Helga hätte den schon bei 30 Sachen final perforiert. Peng! Beim Einsteigen mit dem einen Mops ausgelöst und mit dem anderen zerstochen in einem Arbeitsjahr. Mansheimer, bitte. Jetzt verstehen. Das ist, mal. Wenn ich mir mal einen Wunsch erlauben darf, ich würde mit Ihnen viel lieber über die Varusschlacht reden, über den Teutoburger Wald, über Hermann den Cherusker, ja, und diesen ganzen Mythos, nicht wahr? Tu ich doch. Ich meine,
Der ganze Hype um den Arminius und die Varusschlacht, das ist doch der Airbag der Geschichte für die ganzen Dumpfdeutschtümler, die glauben, hierbei die Geburtsgeschichte der deutschen Nation zu erleben, anstatt sich den Gesichtsschädel an der Tatsache einzurennen, dass der verräterische Angriff dieses schlecht rasierten Provinzfürsten diesem Landstrich 600 Jahre neolithische Finsternis beschert hat, verstehen Sie? Während andernorts Menschen im Licht der Öllampen sich der Dichtkunst ergaben, schneegekühlten Wein tranken und auf Wasserklosetts gingen, statt sie wie hierzulande ständig vor die eigene Hütte zu kacken. Verstehen Sie? Mann! Das ist ja großartig. Ich bin begeistert. So, danke. Sie sind endlich, finde ich, jemanden, der mich versteht. Wie wollen Sie Ihre Fahne haben? Gerafft oder verschlissen? Ach, ist mir doch völlig egal. Hauptsache, ich erlebe Sie erzürnt mal zweimal. Mein Gott, das ist so selten. Solche Bürger braucht die Republik. Unser Zorn ist ein gar kostbar Gut. Das kann ich Ihnen. Dass wir fackelgleich vorantragen sollten, Mitbürger zu entflammen, auf dass das Lauffeuer sich zu einem Flächenbrand verbreitet, der noch dem lahmarschigsten, fettgewordenen Wohlstandskrüppel Beine macht. Haben Sie gewusst, dass um Anbeginn Europas der Zorn gestanden hat, Mannsheimer? Natürlich. Die Ilias von Homer beginnt mit Zorn. Meneide Thea. Pelaya, du, Achilleus, vom Zorne singe Göttin des Peleus Sohns Achill. Diesen verdammten Zorn, der den Achäern so unzählige Schmerzen brachte. Ulumenen, Hemeli Achaios, Algeetiker. Mannsheimer, ich auch. Mannsheimer, ich bin gerührt. Lassen Sie. Darf ich Sie Bruder im Geiste nennen, Mannsheimer? Hören Sie, ich habe in meinem Nachtkästchen noch eine angebrochene Flasche Asbach-Uralt. Wenn Sie uns die holen möchten, Sie wissen doch, wenn einem also so viel Gutes widerfährt. Ja, nimm. In den entscheidenden Momenten deines Lebens warst du immer ohne Taschentuch. Red Butler in Vom Winde verweht. Großartige Szene. Herr Priol. Herr Priol. Das ist wichtig. Die Ilias, Herr Priol, die Ilias. Ja, ich erinnere mich. Licht aus! Wurm! Sputt an! Ja! Ilias Richter, Idol meiner Jugend. Herr Priol, können Sie mir ein einziges Mal zuhören, bitte? Die Ilias, Herr Priol, bietet uns und weist uns und schenkt uns die stärkste Emotion, den Zorn, das Älteste und Größte, was dieser Kontinent uns zu bieten hat. Sie sehen das mit dem Europa ein bisschen zu einseitig. Es geht doch um das große Ganze. Wie? Wie? Ja, na, am 7. Juni, es geht um Bayern, um die CSU, um die CSU. Um die CSU in Europa. Und da steht zu befürchten, dass die gar nicht mehr dahin kommt, weil bei der Wahl Ferien sind in Bayern. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt verstanden habe. Wenn die CSU bundesweit die 5%-Hürde reißt, wird es in Brüssel keine Lederhosen mehr geben, die sich dort ihr Sitzungsgeld abholen können. Und das ist schlimm. Ja, weil wir dann für Leute wie ihn hier im eigenen Land neue Kostenposten schaffen müssen. Ach du, ach. Wie geht's? Sagen Sie mal, mit dem haben Sie mich doch schon mal erschreckt. Aber den wollen Sie jetzt nicht etwa hier aufhängen? Oder? Nein, den hält kein Balken aus. Bernd Posselt ist nur einer von unzähligen Hochkarätern, die Bayern nach Brüssel entsendet, um Europa fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Naja, die ständige Vertretung in Brüssel will standesgemäß gefüllt werden mit solchen Leuten. Ja. Das sehen Sie nicht. Das ist ganz wichtig. Ja, eben. Weil, wo soll man sonst hin mit Ihnen? Ja, wenn die CSU in Brüssel nicht mehr wäre, aber mal ganz ehrlich, ja, wird es irgendjemandem auffallen?
Ja, den Immobilienmaklern zum Beispiel. Nein, da bringen Sie jetzt was. Da bringen Sie jetzt was durcheinander. Der Skandal mit den steuerrenovierten Zweitwohnungen der Politiker, das war England. Ah, nein, das meine ich aber gar nicht. Ich meine ja ganz was anderes. Ich meine die Residenz der Landesvertretung Bayerns in Brüssel. Das meine ich. Hier, das ist sie. Was wird damit? Das, ein Filetstück nennt man sowas in Fachkreisen. Naja, bitte, wenn sich Vollblutpolitiker wie Bernd Posselt oder Versorgungsfälle wie Monika Hohlmeier Tag für Tag in Brüssel leidenschaftlich aufopfern, um eine neue Richtlinie für Gartenhandschuhe abzuzeichnen, dann wird man ihnen doch einen angemessenen Ruheraum zugestehen. Also bitte, Ruheraum. Diese Kiste ist größer als die offizielle Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, mein Lieber. Nicht, das ist so ein Apparat. Jetzt überlegen Sie mal, die CSU würde tatsächlich nicht ins Europaparlament kommen. Nicht, wer soll denn diese Kiste übernehmen? Welche Landesregierung kann denn da rein? Mecklenburg-Vorpommern vielleicht? Ja, die können sich ja noch nicht mal mehr das Gartenhäuschen leisten. Nicht, allein die Sanierung von dem Ding soll 30 Millionen gekostet haben. Ja, dafür gibt's in Bayern momentan gerade noch einen Gomez. Aber wird alles, bin ich sicher, wird alles die Bayern-LB finanziert haben. Die ist ja bekannt für solides Wirtschaften. Das würde aber gar nicht schlecht zusammenpassen. Sehen Sie mal, die Bayern-LB ist die Bad Bank der Landesregierung und die ständige Vertretung in Brüssel ist das Bad Parlament der Landesregierung, wo dann so Leute, Figuren wie Posselt ausgelagert werden können. Ja, aber das hat mit der Endlagerung hätten wir in Asse billiger haben können. Weiß schon, was Sie sagen wollen. Wobei bei Asse natürlich immer die Gefahr bestünde, dass der dort eingelagerte Zivilisationsmüll irgendwann mit der Bevölkerung doch in Kontakt kommt. Sehen Sie? Und das kann in Brüssel nicht passieren. Das ist richtig. Nee, das ist doch logisch. Ja, Momentchen mal, Herrschaften. Also Europa war mein Thema. Das hält sich überhaupt noch hier jemand an irgendwelche Absprachen? Was Herr Rürup, das ist schön, dass Sie... Die Drückerkolonne von Maschmeyer, bis Sie freigegeben sind, kommen Sie runter. Wieso ist er denn schon wieder da? Ja, er macht einen kleinen Gastvortrag. Rürup ist klamm im Moment, der braucht ein bisschen was nebenbei. Der hat sich doch mit Lehman-Papieren verspekuliert. Ach was, unser Finanzexperte? Ja, manchmal trifft es halt auch die... ist der schwer, die richtige. Herrschaften, ich möchte Ihnen, ich bin ganz ruhig, die Europawahlen wirklich ans Herz legen, gehen Sie hin. Obwohl Brüssel halt den Eindruck macht, als wenn da nur die Schlafanzüge... Da wird gerade deshalb, damit die auf wissen, aha... Die sind ja immer noch da, die anderen. Damit da mal was, und ich rege mich nicht auf. Bitte. Ich rege mich nicht auf, ich bin im Gegenteil geradezu vollkommen ruhig. Weil der Herr Pirol hat mir etwas gegeben. Und zwar auf Naturbasis. Hier, sein Adjutant, der hat mir mit einer freilaufenden Dachlatte zweimal rechts... Aber Sie haben ja recht. Sie haben ja recht, Brüssel hat ein schlechtes Image. Das als Stadt wunderbar. Aber ich habe ja noch die Zeit, da waren Sie noch auf dem Reißbrett. Ich habe, als ich noch in meiner Jugend, da hatte ich noch Hormone. Und es war eine schöne Zeit. Ich habe damals, ich erinnere mich noch, als wenn es gar nicht passiert wäre. Da habe ich nachts nur mit einem einzigen Netzteil bekleidet. Also auf Deutsch, ich habe eine Elektrolehre. Moment mal. Ich habe dann zu der Zeit, als ich in mehreren Studiengängen abgelehnt wurde, habe ich häufig Jurastudentinnen. Bin ich hinterherge, weil ich wollte mal sehen, wie die so gehen. Und wenn ich dann endlich diese Damen so weit hatte, dass ich die Frage stellen konnte, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich nach dem Studium?
Dann kam überwiegend die Antwort, das ist mir alles egal, Hauptsache wir kommen nach Brüssel. Weil da konnte man nämlich ungestört seiner, ich nenne das mal Arbeit, und diese ganzen, was da an Beschlüssen, nicht das jetzt 2012, da muss man erstmal, dass da Maulwürfe beim Graben eine Schutzbrille, das ist, das ist natürlich ein Scherz, aber wenn ich ein französischer Weinbauer wäre, die letzte Verordnung war ja wieder sowas, Roséwein, kein Witz, nicht die guten Dinge werden im Moment, es gibt ja nicht viele, aber die werden auch noch plattge. Da gibt es jetzt die Verordnung, dass man so lange Rotwein in Weißwein, bis das, da kann jeder Billiganbieter sagen, jawohl, können wir ausliefern. Es ist, meine Damen und Herren, und deswegen bin ich auch so ruhig, weil ich den Eindruck habe, man braucht heutzutage nur noch kurz vor die Tür zu gehen und schon zeigt einem das Leben, dass es zu 99% aus, teilweise aus dieser, wie heißt es, Realität besteht. Und deshalb, Herrschaften, ich verlange Antworten. Ja, ich habe keine Fragen gestellt. Großartig, nicht ganz das. Ausgezeichnet. Können Sie das halten, diese Erregung, bis September, bis zur Wahl? Ich halte es. Fertig. Ich, großartig. Ich halte es. Ja, toll, großartig. Sehr zu folgen. Da. Ja. Bei dem wäre der Weizsäcker nicht eingeschlafen. Nicht? Bei mir, wenn ich das mit aller Bescheidenheit sagen darf, bei mir auch nicht. Wenn man mich zu einer Festrede hier rausgelassen hätte, da wäre auch keiner eingeschlafen. Wissen Sie, womit ich begonnen hätte? Ich hätte meine große Festrede begonnen, indem ich Karl Arnold von der CDU zitiert hätte. Der hat damals den versammelten Vätern und Müttern das Grundgesetz, also 61 Väter, 4 Mütter, denen hat er Folgendes zur Eröffnung erklärt. Hitler war keine typische und ausschließlich deutsche Erscheinung. Hitler war vielmehr die Personifizierung des destruktiven Geistes in Europa. Und Deutschland war so gesehen nur die lokale Stelle, an der das europäische Geschwür aufgebrochen war. Nicht das, da ist keiner drauf gekommen so schnell, nicht? Starker Tobak, finden Sie nicht? Umso erstaunlicher, dass das Grundgesetz von solchen wirren Geistern umgeben letztlich eigentlich noch ganz manierlich geworden ist. Nicht? Also muss man noch sagen, sehen Sie mal, zum Schluss haben fast alle zugestimmt. Mit Ausnahme von Kommunisten und den bayerischen Christkatholiken. Nicht? Die Kommunisten waren von Moskau ferngesteuert, die Katholiken vom Vatikan. Nicht? Also bis heute hält sich hartnäckig folgendes Gerücht, dass die Vatikan-gesteuerte CDU-Fraktion bis in die letzte Nacht hinein gegen Gleichberechtigung der Frau und gegen die Abschaffung der Todesstrafe war. Die haben sie erst umbestimmen lassen, nachdem sie gesagt haben, also wir machen das nur unter der Bedingung, dass die Kirchengesetze von den Nazis ins Grundgesetz übernommen werden. Nicht diese Gesetze, mit denen Hitler sich das Wohlwollen des Klerus erkauft hatte. Nicht? Tolle Geschichte, nicht? Das guten Kuhhandel, könnte man heute sagen, aber fauler Kompromiss für eine gute Sache. Nicht, muss man auch mal sagen. Es gibt faule Kompromisse, da ist die Fäulnis so weit fortgeschritten, dass das Waffenrecht beispielsweise jetzt, da riecht die Fäulnis streng. Nicht? Die auf ausdrücklichen Wunsch der Bundeskanzlerin muss ab sofort beim neuen Waffenrecht, muss der Waffenbesitzer mit unangemeldeten Hausbesuchen rechnen. Aber er kann den Kontrolleur wieder nach Hause schicken. Haben Sie das gewusst? Ja, der braucht ihn gar nicht reinlassen, wenn er zum Beispiel ungelegen kommt. Nicht? Wenn Sohnemann vielleicht die Beretta gerade mit zur Nachhilfe genommen hat oder so. Dann... Da kann der Waffenbesitzer sagen, oh, heute geht's nicht gut, wir machen einen neuen Termin aus. Wobei die Termingestaltung schwierig werden könnte, weil es gibt so wenig Kontrolleure, dass man nur alle 10 bis 15 Jahre kommen kann. Ne? Können Sie sich vorstellen, da haben die Korken geknallt bei den honorigen Jägern und ihren Schützenvereinsbrüdern. Ich war 1A Lobbyarbeit. Die Regierung hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht zu leugnen, dass sie vor dieser mickrigen Waffenlobby schon eingeknickt ist. Da können Sie sich vorstellen, wie demnächst die Staatskontrollen bei unseren Finanzcasinos aussehen werden. Aber da wird die Kanzlerin auch schon mit ihrem Dudesfreund Ackermann ganz in aller Ruhe drüber gesprochen haben, wie wir das machen. Wenn unser Altneubundespräsident ja bis heute noch auf ein Wort der Entschuldigung wartet von seinen ehemaligen Kollegen Bankmanager. Entschuldigung. Nicht? Übrigens, die Schützenvereine, die haben sich auch noch nie entschuldigt. Nicht? Amoklauf fällt bei denen wahrscheinlich unter Sportunfall. Der Präsident des Deutschen, ja machen Sie nicht, ho, ho, nicht? Wie soll man es denn sonst nennen?
Der Präsident des Deutschen Sportschützenverbandes, der hat vor Jahren mal folgenden Witz erzählt. Und zwar vor 800 Leuten aus 6 Ländern. Wann wird's mit Deutschland wieder aufwärts gehen? Wenn Stoiber bei Schröders Beerdigung Fischers Witwe fragt, wer eigentlich den Trittin erschossen hat. Ja, war ein Mordsbrüller, nicht? Und sehen Sie, so ein Mann, der läuft doch nicht Amok und schießt ziellos auf Unschuldige. Der schießt nur auf Befehl und Zielansprache. Es sei denn, er hat den Witz falsch verstanden. So, jetzt könnt ihr auch machen. Nicht immer so aufregend. Was? Die Macht der Lobbyisten hat doch bald ein Ende. Also, soll ich Ihnen mal was sagen? Ihr unerbittlicher Optimismus, der wird Ihnen irgendwann das Genick brechen. Nein, nein, die Maßnahmen vom London Summit, von G20, beginnen doch jetzt zu greifen. Ach, Blödsinn, eben nicht. Die Sümpfe werden ausgetrocknet. Ja, wie denn, wenn man die Frösche alle einzeln fragt, ob sie damit einverstanden sind? Können Sie mir doch nicht erzählen. Unsere couragierte, engagierte, leidenschaftlich kämpfende Kanzlerin... Nicht jetzt geht das wieder los. ...hat uns mit G20 den Weg gewiesen. Dies ist ein Gipfel, der die Welt verändern wird. Konkret vielleicht auch? Ja, konkret. Ja, konkret. Wir hatten doch damals nur 4 Stunden Zeit. Die Welt zu verändern. 4 Stunden. Und was ist dabei rausgekommen? Was ist übrig geblieben? Na ja, jetzt geht's los. Sie haben also die Kommission, eine Kommission hat da Empfehlungen ausgesprochen. Für die Frösche? Ja, prima. Empfehlungen für eine mutige, anständige, schnell auszuarbeitende, freiwillige Finanzmarktregulierung der Heuschrecken beispielsweise. Ja. Und jetzt haben Sie alle Mitgliedstaaten haben sich freiwillig verpflichtet, diese Empfehlungen der Kommission, die Sie zu nichts weiter verpflichten, zur Kenntnis zu nehmen. Toll, Rosa. Weil unsere Kanzlerin so beherzt verhandelt hat. Soll ich Ihnen was sagen? Wenn ich das höre, was Sie mir erzählen, da wächst in mir eine große Sympathie für die Kavallerie. Kavallerie. Was soll denn bitte eine, hätte ich mich auch verschluckt, was soll denn eine Kavallerie im Sumpf ausrichten? Bei der Schlacht. Bei der Schlacht von Dithmarschen, da waren die Ostfriesen clever, haben die Deiche geöffnet und da ist die gesamte, die ganzen Ritterheere sind abgesoffen, weil Ritterrüstungen waren ja nicht schwimmfähig und diese aufblasbaren Ärmelchen gab es damals ja noch nicht. Aber solch eine taktische Meisterleistung darf man heute von den Politikern nimmer erwarten, oder? Der Deichgraf Peter Harry Carstensen. Zum Beispiel, von dem viele schon sagen, das ist der einzige Ministerpräsident, der sich nicht für Politik interessiert. Es ist alles so erbärmlich geworden in unserer Streitkultur der Demokratie, oder? Das geht auf die Leute, alle sagen so, lass mich mit Politik in Ruhe, ich will davon nichts mehr wissen, das ist mal alles zu viel, ich will nichts mehr hören. Das erklärt wahrscheinlich auch die Beliebtheit unserer Kanzlerin. Die schreddert sich ja in den Umfragen wieder nach oben, mein Lieber, wahrscheinlich, weil man sie mit Politik gar nicht mehr in Verbindung bringt. Das hast du... Da wird man an diesen Jubeltagen so, es gibt mit allen ehemaligen Kanzlern, bringt man irgendwas in Verbindung, Gummistiefel, Strickjacken, Ohrfeigen. Na, von ihr, wenn die Historiker irgendwann mal schreiben, na ja, sie war da halt gerade da. Na, und es macht ihr auch nichts aus. Hauptsache, sie ist wieder in irgendeiner Talkshow. Die hat ja mittlerweile eine Verdrängungsleistung wie ihr Containerschiff. Na, das mussten die mit, das ist wahr, das mussten die Milchbäuerinnen leidvoll zur Kenntnis nehmen. Die waren mutig, oder? Haben vor dem Kanzleramt kampiert, einen Hungerstreik gemacht und wollten gar nicht viel. Nur, dass sich die Kanzlerin mal kurz mit ihnen unterhält. Aber das war zu viel verlangt, weil man darf Angela Merkel nicht mit der Realität konfrontieren, die sie umgibt. Da wird sie sauer, unser Staatsoberhaupt. Also das fühlt sie sich ja. Ne? Bei Anne Will hat sie dreimal gesagt, ich als deutsches Staatsoberhaupt, da war sie ein bisschen still im Studium, gesagt, Frau Doktor, Staatsoberhaupt bei uns ist immer noch der Bundespräsident. Bei jedem Einbürgerungstest wäre sie kolossal durchgerasselt und sie hätten sie wieder auf ihr Dach. Immer.
Immer alles ausblenden, keine Konfrontation. Die Milchbäuerin, eine war ganz nah dran. Ich sagte, bitteschön, Frau Doktor, wir wollen gar nicht viel von Ihnen, bloß ein bisschen mit Ihnen reden, damit Sie einmal unsere Probleme vielleicht einmal kennenlernen auf so einem kleinen Hof. Wir können uns keine Angestellten leisten. Wir haben, da muss die ganze Familie muss anpacken, die Großeltern, mir, die Kinder, 16 Stunden am Tag. Da braucht es jede Hand. Da ist die vorbei. Ja, was machen Sie dann noch hier? Da gehen Sie mal hübsch wieder ab auf den Hof. Beim Fotoshooting mit Verbandsfunktionären im Stall, da hat sie sich wohl gefühlt, unsere Kümmerin, und auch erkannt, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Na, aber dass sie mal mutig eintritt für den geforderten Milchpreis von 40 Cent, der den kleinen Höfen das Überleben garantiert, da sagt, na, dann gehen Sie doch mal bei Aldi vorbei. In den nächsten Tagen haben die den Preis schon im Sortiment, da können Sie dann Ihre Kühe mit befüllen. Na, wer so glasklar die zusammen, der wird uns auch den Weg aus dieser Krise weisen. Das machen wir einfach so. Wir schippen jetzt den Schuldenberg ins Haushaltsloch. Dann ist das Haushaltsloch gefüllt und der Schuldenberg ist weg. Klar, dass sich das Volk... Und da sagt sich das Volk natürlich, da werden wir selber nie drauf kommen. Da kannst du wieder sehen, wie wichtig es ist, dass wir eine so analytische Führungskraft in Europa haben. Das ganze Elend, das hat doch schon angefangen damals. Herr Reiter, das ist schön. Das ganze Elend hat doch angefangen viel früher beim europäischen Gründungsmythos schon. Herr Priol, da hat doch die Europa, die blöde Kuh, sich in diesen Stier verliebt. Mit dem Ergebnis, dass wir es jetzt nur noch mit Rindviechern zu tun haben. Ja, nein, ja nicht, doch. Nein, nicht schon wieder der Possel, bitte nicht. Alle Menschen werden Brüder. Ja, singen Sie was, spielen Sie was, aber nicht schon wieder der Possel, da muss ich sprechen. Das hilft mir alles nichts, das ist der Marsch, na, hallo Marsch. So sind sie, die Hessen. Der Possel dachte halt, was die in Hessen schaffen mit dem Roland Koch, das schafft er für Europa auch. Und in Hessen kriegen sie jetzt nicht mal einen Kulturpreis für einen kritischen Moslem hin. Aus Mangel an Toleranz, das ist schon lustig. In Hessen, wo der Schmierlappen Roland Koch immer noch regiert mit seinen jüdischen Vermächtnissen. Ja, das ist schon schön. Da dreht sich der Lessing im Grab um. Und dieser deutsche Papst hat jetzt mühsam im Nahen Osten die Suppe ausgelöffelt, die er sich selber eingebrockt hat. Und der Kardinal Lehmann kriegt hier nicht mal die Bergpredigt aus der Schublade. Schon toll. So ist es halt nach 60 Jahren Grundgesetz. Da musst du schön aufpassen, dass du deine Toleranz nicht verschleuderst. Und manche Feindbilder, die sind uns lieb und teuer und die werden gepflegt, damit man über andere lässig hinwegsehen kann. Da musste man erst wieder 7 Inder durch Mügeln prügeln, bis man über ein NPD-Verbot nachgedacht hat. Zwar auch nur für 2 Wochen, aber immerhin. Dann haben wir 1 Jahr geschlafen, dann haben sie den Passauer Polizisten angestochen. Dann haben wir wieder 2 Wochen über ein NPD-Verbot nachgedacht und das war's. Jetzt schlafen wir gerade wieder. Bis zum nächsten Attentat, dann reden wir wieder 2 Wochen über ein NPD-Verbot. Geht's noch? Komm, Hagen, eine Demokratie muss Faschisten im Landtag locker aushalten können. Viel gefährlicher für die Demokratie sind ja Kopftücher. Ah ja, stimmt. Das Fremde ist ja immer viel gefährlicher. Komm, Hagen, wir können die NPD nicht verbieten. Wir haben es doch versucht. Wir haben zu viele V-Leute drin. Was? Und jetzt? Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Müssen wir jetzt warten, bis der letzte V-Mann in 30 Jahren eines natürlichen Todes gestorben ist? Oder im Jahr 2039? Heute ist Günter Kowalczewski, der letzte V-Mann, im Alter von 97 Jahren in Magdeburg im St. Augustin-Stift in seine Suppe gerutscht, oder was? Hä? Man wünscht sich von einem deutschen Papst noch klarere Worte in Israel und wir leisten uns hier locker nationalsozialistische Nachfolgeparteien in Parlamenten. Geht's noch? Und die Antisemiten und Rassisten sitzen feist im Landtag, lachen sich kaputt über uns. Wir stopfen sie mit Steuergeldern, stürzen uns aber lieber auf kleine Türkinnen und wollen ihnen das Kopftuch abnehmen, als wäre der Teufel hinter uns. Geht's noch?
Und dieses Kopftuch hat keineswegs ausschließlich mit Unterdrückung zu tun. Das hat auch was mit Stolz und Identität zu tun. Und oft sind es auch diese jungen Frauen mit Kopftuch, die viel besser Deutsch können und viel besser integriert sind als ihre vollkommen überassimilierten, bauchnabelgepiersten Arschgeweihschwestern. Tja, aber ja. Aber so wollen wir den Türken haben. Dumm und gefährlich. Der soll Döner fressen und Bushido hören, dann weißt du auch, wo er ist, wenn du ihn brauchst. Sicher. Dann haben wir zwei Vorzeigetürken, Cem Özdemir und Fatih Akin. Das muss reichen für so ein Land. Seit neuestem liest man Orhan Pamuk. Auch als Hörbuch. Alle anderen mit Kopftüchern sind Bin Ladens Bräute. Die tragen heute ein Kopftuch und morgen vielleicht schon einen Sprengstoffgürtel. Die sind entweder total unterdrückt oder subversiv. Geht's noch? Kein vernünftiger Mensch möchte zwangsheiraten auf der Welt. Müssen wir deswegen gleich über Kopftuchverbote nachdenken? Muss man immer alle Kinder mit den Bädern ausschütten, bevor man sie über einen Kamm schert? Ist doch nicht jeder gläubige Katholik pädophiler Holocaustleugner. Verbieten wir Fußball nur, weil Hooligans Menschen totschlagen? Oder Alkohol im Straßenverkehr bloß, weil dauernd Leute totgefahren werden? Es gibt junge, selbstbewusste Frauen mit Kopftuch, die Hip-Hop machen. Aber Feindbilder, an denen hält man gerne fest. Wenn man mal welche hat, dann packt man die. Außenminister Steinmeier hat richtig Dresche gekriegt von der CDU, weil er es gewagt hatte, endlich mit dem syrischen Außenminister in Dialog zu treten. Ey, Steinmeier, das ist der Feind. Und das bleibt er auch. Vom außenpolitischen Sprecher der CDU hat er richtig Prügel gekriegt. Eckart von Kläden. Kennen Sie Eckart von Kläden? Ein Nebenprodukt der Weltraumforschung. Ja. Die Teflonpfanne der Union. Da brennt nichts an. Nix, gar nichts. Wegen meiner Festrede. Ich möchte gerne mein Konzept über meine Philippika 60 Jahre Republik Ihnen vorstellen. Ja, später. Ich muss jetzt erst noch ein bisschen was anderes machen da. Ja, ich weiß, Sie interessieren sich für die Europawahlen. Das ist aber nicht so wichtig. Geht? Jetzt lassen Sie das mal. Sehen Sie mal, wenn ein Homo Politicus wie Sie und ich... Einwandfrei. Vielleicht können sich Menschen wie wir beide gar nicht vorstellen, wie Durchschnittsbürger auf diese schwachsinnigen Wahlprogramme und Plakate reagieren. Geht auf und zu. Ohne Problem. Möchte mal wissen, was das war vorhin? Es ist doch egal, es wird sich irgendwas verklemmt haben. Ja, wahrscheinlich. Entschuldigung, wo waren wir? Bei Wahlplakaten und Wahlprogrammen waren wir. Ah, oh, gerne. Mit welchem von den Inglourious Bastards soll ich denn anfangen? Mit dem von der Union? Und Union, oh, die Union, die gibt es ja noch nicht mal den Anschein eines Programms. Ja, natürlich, weil sie weiß, es bringt nichts, Positionen zu beziehen. Man muss Positionen besetzen. Kräftig für Steuersenkungen eintreten, um sie im gleichen Moment vehement abzulehnen. Hauptsache, das Thema ist besetzt. Ja, aber darüber gibt es zum Beispiel dann keinen Schwesterstreit mit der CSU. Nein, warum auch? Weil die gefühlte bürgerliche Mehrheit, also Schwarz-Gelb, wartet doch nur drauf, dass nach diesem 11-jährigen Betriebsunfall dieses Land endlich wieder an seine rechtmäßigen Besitzer zurückfällt. Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Da muss ich Sie loben für. So, Auftrag ausgeführt, da ist er. Malmsheimer! Was denn? Bitte! Sie sollten ein Horst Köhler-Porträt besorgen. Ich habe bei Wikipedia gegoogelt und Sie haben gesagt, Hauptsache irgendein Horst Köhler. Das ist Gildo Horn. Er heißt aber mit bürgerlichem Namen Horst Köhler. Ach, wirklich? Ja. Stimmt das? Ja, sicher. Der heißt gar nicht Gildo Horn. Der heißt Horst Köhler. Ja. Und der hat sich umbenannt, weil er sich so schämt für seinen Namensvetter. Quatsch. Aber hätte er vielleicht singen sollen... Piep, 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 der Köhler hat euch lieb. Ja, das klingt doch ganz vertraut. So war es beim Festakt, so ähnlich hat es beim Festakt auch geklungen. Ja, der klingt immer ähnlich, deshalb ist er ja auch so beliebt. Alles wie bei kleinen Kindern, die wollen auch immer die gleiche Gute-Nacht-Geschichte. Dann wissen sie genau, weil sie einschlafen, um die Gestelle mit den Gespenstern nicht hören zu müssen. So sieht's aus. Aber wir alle leben doch in unseren Kindern weiter.
Was macht da schon die Gefahr? Sagt das farbige, dralle Dienstmädchen zu Red Butler in Vom Winde verweht. Was eine Zugabe. Können wir jetzt endlich mal, wir sind mit diesem Wahlprogramm noch nicht doch, fertig. Doch, ich bin mit denen schon lang fertig. Da halte ich es mit Münte, dem alten Schwerenöter. Ja, es ist unfair, Parteien nach der Wahl an dem zu messen, was sie vor der Wahl gesagt haben. Ja, Moment, halt. Sonderfall. Der Europawahlkampfschlager der Grünen zum Beispiel, der ist von zeitloser Anmut. Anmut, Claudia Roth. Nein, ich meine den Slogan, Wumms. Ah ja, Wumms. Ja, an Wumms-Schlager kann ich mich noch erinnern. War wochenlang Nummer eins. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze. Kann ich, darf ich weitersprechen? Ja? Ja? Der Slogan Wumms. Daran soll ein ressourcenschonendes Kreativteam wochenlang gesessen haben. Wumms. Wirtschaft, Umwelt, menschlich und sozial. Ah, schön. Haben die Grünen jetzt auch mal die richtige Reihenfolge erkannt. Erst die Wirtschaft, dann der Rest. Ach, hör mal auf. Ja, ja, lieber Gott. Umgekehrt? Wieder daheim. Hätten Sie es umgekehrt nennen sollen, ist ja Smuff. Nicht das. Ja, ich bitte Sie. Smuff, das weckt keine Emotionen. Noch nicht mal bei Claudia Roth. Nicht. Jetzt haben wir es total verzettelt. Ich wollte mit dem Ding, dann kommt er mit den Wahlen. Jetzt, ach du Großer, ich hatte noch eine wunderschöne Polemik gegen die Ärzte heute Abend vorbereitet. Also nicht gegen die Ärzte, sagen wir es mal lieber, gegen die niedergelassenen Ärzte und ihre drohende Verarmung. Nicht, das ist ja ungeheuerlich, da sollen ja 20-30% der niedergelassenen Ärzte, denen droht Verarmung, gewaltige Einbrüche des Einkommens bis zu 30%. Und das, obwohl Ulla Schmidt ihnen 3 Milliarden extra gegeben hat, die sie ja untereinander immer selber verteilen. Nicht, das ist also, und trotzdem waren unter Strich weniger, das ist mathematisch rätselhaft. Nicht? Vielleicht haben sie einfach, ein paar von denen haben ihre Investitionsverluste, Spekulationsblasen mit dem Einkommen verrechnet. Ich mehr weiß. Ärzte sind ja äußerst beliebt bei Anlageberatern. Nicht? Immer gerne gesehene Gäste. Nicht? Und die suchen jetzt neue Einkommensquellen, die Ärzte. Die mal, aber was die alles machen jetzt. Jetzt gibt es Fortbildungsseminare zum Beispiel. Da wird ihnen beigebracht, welche Diagnosen am meisten Geld bringen. Dann Vorkasse und danach erst Behandlung und Praxisbesuch soll jetzt jedes Mal bezahlt werden. Lauter so lustige Sachen. Lassen Sie sich nicht verwirren. Nehmen Sie einfach als Leitsatz zur Orientierung etwas aus dem Deutschen Ärzteblatt. Das kennen Sie nicht. Das ist das Zentralorgan der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Da findet man den schönen übersichtlichen Satz, dass im deutschen Gesundheitssystem angebotene Leistungsspektrum orientiert sich primär völlig zu Recht an den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Leistungserbringer und nicht an den Bedürfnissen der Leistungsnehmer. Nicht? Und wenn Sie sich daran orientieren, kommen Sie auch beim Arzt schneller durch. Da brauchen Sie nicht warten, wenn Sie reinkommen, bis er Sie fragt, womit kann ich Ihnen helfen? Sie müssen den Onkel Doktor fragen. Womit kann ich helfen, Herr Doktor? Mit welcher Krankheit kann ich dieses Quartal behilflich sein? Ich habe gesehen, Sie haben einen neuen Geländewagen, brauchen Sie Winterreifen, darf ich Ihnen was vorhusten? Okay. So müssen Sie es machen. Ich sage. Ja. Und dann nicht. Und wenn dann bei der Wahl im Herbst die FDP das Gesundheitsministerium kriegt, dann kriegen wir vielleicht alle ein Treuebonusheftchen und das nehmen wir immer mit zum Onkel Doktor und das wird abgestempelt. Den Stempel kriegen Sie nur, wenn Sie jedes Quartal die Krankheit nehmen, die der Doktor braucht. Und wenn das Heftchen voll ist, dann dürfen Sie sich auch mal eine Krankheit aussuchen, nicht? Ja. So, und jetzt sind wir, glaube ich, am Ende, meine Damen und Herren. Es ist 23 Uhr und 5 Minuten. Das war Neues. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Unterlegteilern Jochen Mansheimer, die Glocke und Hagen Reta. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet am 23. Juni nach der Europawahl. Die letzte volle Sommerpause. Wieder live direkt nach dem Heute-Journal um 22.15 Uhr. Und jetzt schnell weg vom billigen Gesinnungsapplaus hin zur neuen Politkomödie in Ihrem ZDF der Heute-Show. Bleiben Sie dran!